Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Wir stehen hier vor einem Emanzipationsgrill und ja, vermutlich kommt jetzt gleich erstmal ein Ladebildschirm. Wheatley hat die ganze Anlage ziemlich verschrottet, aber er testet immer noch mit und er hat eine angeblich tödliche Überraschung für uns. Er versuchte wohl subtil zu sein, wie es in der letzten Folge aussah. Ja, schauen wir mal, was sich der Kerl dabei gedacht hat. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Uns läuft die Zeit davon. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Überraschung! Oh. Machen sofort! Okay, das muss man dir lassen. Für einen kleinen Trottel, dessen Lebenszeit idiotische, undurchführbare Pläne sind, war das eine gute Falle. Absolut. Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, wer hat die Kooperationsinitiative entdeckt? Meine Erfindung zum Ausrüstern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches. Du hast mich schließlich getötet. Ah! Du bist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo! In diesem Teil bringe ich dich um! Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Am Ende sollen die Dinger auf dich feuern. Sekunden, bevor sie dich zerquetschen. Das ist das Ziel, auf das ich hinarbeite. Aber du weißt ja, Houdin will Weile haben. Oh, und gib dir keine Mühe, mit Portalen entkommen zu wollen. Das klappt nicht. Ich habe an alles gedacht. Warte, wie wär's mit dem Konversionsgel? Was? Konversionsgel, das tropft dort aus dem... Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschinen. Komm zurück! Ja. So entkommt man. Ernsthaft, komm zurück, bitte, komm zurück! Warum? Oh, du bist zurückgekommen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Die Todesfalle kann ich nicht wieder aufbauen. Oh, spring doch einfach mal da in die Grube. Tust du das für mich? Spring da mal runter. Spring doch mal eben in die Grube da vorne. Die tödliche Grube da. Du fragst dich bestimmt, warum sollte ich da in die Grube springen? Jetzt rate, wer da unten auf dich wartet. Deine Eltern. Du wurdest doch nicht adoptiert. Da in der Grube warten deine leiblichen Eltern auf dich. Ich hätte es dir schon früher sagen sollen. Mein Versäumnis. Also spring rein, direkt in die Arme von Mami und Papi. Hier gibt's auch einen schiebenden Fuß. Oh, und rate, was noch da unten ist. Deine Eltern und ein Fahrstuhl. Toll, was? Hätte ich dir schon früher sagen sollen, aber egal. Also, ein kleiner Sprung und du findest deine Eltern und den Fahrstuhl in die Freiheit. Und was gibt es noch Schönes da unten? Ja genau, ein neuer Overall. Ein ganz schickes Ding, der letzte Schrei aus Paris. Liegt da unten für dich in deiner Größe. Und wenn er zu weit ist, haben wir da unten auch gleich einen Schneider, der ihn für dich ein bisschen enger macht. Und was sehe ich da noch? Eine hübsche Handtasche und das Portalgerät. Liegt alles da unten. Und eine Yacht liegt da vor Anker und... Jungs sind da haufenweise stramme, gut aussehende Burschen. Vielleicht sogar dein lang ersehnter Traumprinz, wer weiß. Aber eine Augenweide, das sind sie alle. Und ach, sogar eine ganze Boyband. Die haben alle seit Jahren keine Frau mehr gesehen. Und die sind auch überhaupt nicht wählerisch, denen ist es egal, dass du einen Hirnschaden hast und nach Schweiß riechst. Und ein Bauernhof mit ganz vielen niedlichen Ponys. Und, oh komm, jetzt spring doch einfach runter, okay? Ja, also, wenn wir jetzt auf den Hörn sitzen... Du hast wohl wirklich einen Hirnschaden. Unglaublich, du bist zurück. Doch, was ist da das? Also, es gibt einen Schiebepunkt, wenn wir jetzt da runterspringen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Es geht ja relativ schnell, hier zurückzukommen. Wow, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Ja, ach, beim Schaden, ich bin wieder Boss. Ja. Ich dachte, die hätte ich schon. Na, egal. Nichts Persönliches, nur eben... In diesem Teil bringe ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind...
Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Wo steckst du? Komm zurück! Ja, ernsthaft, komm zurück. Komm zurück! Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Aha. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Sag mir nicht, dass ich jetzt sowas machen muss. Okay, Geronimo. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich hab die Idee. Schön, mögen die Spiele beginnen. Ja, jetzt versucht uns zu reden. Okay, neues Spiel, neues Glück. Wheatley Labyrinth. Wo sind diese Zeiten nur hin? Fuck. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich hab ne Idee. Ja, du kleine Idee, ich hab ne. Schön, mögen die Spiele beginnen. Nein! Oh nein! Ich hätte das andere Portal höher setzen müssen. Ah, Pleiten, Pech und Pannen heute in der Folge. Dreck, Dreck, Dreck. Wo sind diese Zeiten nur hin? Jedenfalls kann ich schon mal sagen, dass das Play wird leider nicht mehr so lange dauern. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht zurückkommst. Die ganze Zeit noch weiter. Ich bin enttäuscht. Oh, ich hab ne Idee! Ja, du kleine Idee, ich hab's! Schön, mögen die Spiele beginnen. Was? Nein! Hä? Oh, cool! Ausgeglitscht. Das ist ja geil. Aperture Laboratories, oder wahrscheinlich jetzt gleich wieder Wheatley Laboratories, das werden wir ja sehen. Zum Glück sind die Ladebildschirme relativ kurz. Halt durch! Bin schon fast da! Beachte mich gar nicht, einfach weiterfliegen! Ja. Sie bringen mich in aller Stille um, vermutlich, würde ich mir so denken. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Wenn du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibt's natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du nicht tot bist. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn du im Sterben liegst, einmal stampfen. Wenn du tot bist, vergiss das Stampfen. Und wenn du nicht tot bist, dann stampf zweimal mit dem Fuß auf. Ja, ich würde es dir sagen, wenn ich tot wäre. Ist eine Frage der Höflichkeit, des zivilisierten Miteinanders. Darum würdest du es mir bitte sagen? Okay, das scheint mir jetzt lang genug zu sein. Bist du schon tot? Und jetzt? Das ist sowas von tot. Gar nichts weiteres zu geben. Top. Oh, flog denn gerade dein von Kugeln durchsiebter Körper aus dem Raum? Das war. Oh,
nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Das merkt man. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Sagt der Kern, der vorher als Hirntumor bezeichnet wurde. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Stillhalten, bitte. Nicht mehr bewegen. Oh, er liegt fast schon erwischt. Tja. So kann's aussehen. Wo steckst du? Wo steckst du? Komm zurück! Obwohl, vielleicht kommen wir ja sogar zurück. Wahrscheinlich nicht in dieser Folge, aber... Ah. Ist da was kaputt gegangen? Hopp. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Oh, ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Kann ich da was hinsetzen? Nö. Da tropft nur regelmäßig weiter was drauf. Irgendwie müssen wir gegen diese Türme ankommen. Die reagieren relativ schnell. Och nee. Hopp. Nein, das hat nicht geklappt. Neues Spiel, neues Glück. Ach ja, was ich noch anmerken wollte, nach Portal 2 wird es erstmal ein bisschen mit Jade Empire weitergehen und es wird auf jeden Fall der Deadpool kommen. Wahrscheinlich parallel zu Jade Empire. Ist da was kaputt gegangen? Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Ja, alles klar. Ich habe da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Ach, da oben kann man hin. Jetzt verstehe ich. Und von hier aus kann man doch sicher was machen. Jetzt verstehe ich. Das wollte ich eigentlich gar nicht, oder? Machen wir das Ganze doch etwas. Runter. Lass ihn mal rüber.
Jetzt schlendern wir ganz gemütlich an einem schönen großen Gang ab. Jetzt kommt hier wahrscheinlich ein Ladescreen. Und ich glaube, hier mache ich auch erstmal Folgenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Portal 2. Cheerio, euer Scarecrow.